Hallo und herzlich willkommen zu The Witcher 3, The Wild Hunt, mit den Herzen aus Stein und dem Blut und dem Wein. So, und Blut und Wein brauchen wir auch. Die Quest hat sich hier wieder verabschiedet. Denn Geralt sollte sich doch besaufen, oder? War das Schatzsuche? Aha. 26er. Drei Level über uns und wir spielen auf Blut, Schweiß und Tränen. Hoffentlich muss ich leider nicht weinen. Die Akademie von Ochsenfurt mag meine Alma Mater sein, doch es ist die Stadt Ochsenfurt, die mir meine wahre Bildung vermittelt hat. Meine Erlebnisse in ihrem Tavernen und Gassen ließen mich oft als zitterndes Wrack zurück, überwältigt von der majestätischen Welt, die sich vor mir aufgetan hatte. Leider wurde die Stadt im dritten Nilfgaardischen Kriege zu einem Schatten ihrer selbst. Und die wenigen, die noch in den Tavernen und Gassen zu finden waren, riskierten nicht die Erleuchtung, sondern den Tod von der Hand eines mysteriösen Mörders. Geralt, mögen die Götter ihn segnen, beschloss sich der Sache anzunehmen, denn er argwöhnte, dass hier ein Monster die Klauen im Spiel hatte. Geralt hatte im Laufe der Jahre mit den verschiedensten Kreaturen zu tun gehabt, aber ein Alkoholiker-Vampir, das war neu. Bis auf einen vielleicht, aber das war lange her. Der Katakan, wie Hexer diese Wesen nennen, hatte Gefallen am Blute Betrunkener gefunden. Als Geralt dies klar geworden war, wusste er genau, wie er das Monster hervorlocken konnte. Und zwar, indem er sich jetzt hier amtlich das Blech verbiegt. Oh, ich erinnere mich an dich. Was darf sein? Ich brauch was zu trinken. Ich will mich bis zum Rand volllaufen lassen. Und zwar mit billigem Wein. Liebeskummer? Geschäftspleite? Weder noch. Berufliche Gründe. Du müsstest aber im Voraus zahlen. Kein Ding. Schenk ein und nicht leer werden lassen. Ganz ehrlich, das finde ich äußerst angenehm, weil im Normalfall, also bei Skyrim müsste ich jetzt wahrscheinlich wie blöde mir selber was hinter die Binde geben. Den nehmen wir. Komm. Ziehst hier rein. Du kannst schon mal was kauen und dann schalten wir mal hier rum. Ups. Hey Daniel! Ich kannte ein Mädchen, oh höret mein Lied. Das war zwar ganz putzig, doch völlig frigid. Das zweite, das ließ wohl auf Orgien hoffen. Doch kaum wurde es Abend, war's viel zu besoffen. Der Katakan hat's nicht gehört. Ich versuch noch eine Strophe. Aber du bist ja echt voll wie eine Haubitze. Lang lebe, etc. etc. Oh, mir ist zum Speien nach diesem Gelage in der Taverne. Das dritte hingegen, das machte mir Freud, so freundlich im Herzen und allzeit bereit. Was soll denn das? So eine vulgäre Rübelei, diese Jugend von heute. Ja doch, schon gut, meine Güte. Yes. Komplett durch. Thank you.
Ich spüre dein Blut. Komm raus und kämpf, du Schwein. Ich werde dein Blut trinken. Komm schon, spar dir den Scheiß. Hier bin ich. Junge. Wo ist der verdammte Katakan? Willst du Hexersinne ein, um den Katakan zu finden? Da ich kann ihn hören. Junge, komm ran. Kannst du knicken hier mit der Wegrennerei? Er geht zur Hütte am Fluss. Ja, perfekt. Leben, alles tutti. Schlüssel benötigt. Ups. Katakan. Solange du noch. Ah, ja. Haben wir's, ne? Junge? Dergadate. Mhm. Schlüssel zum Katakan-Verschädigung. Katakan-Trophäe. Ja. Alter, ich weiß wirklich nicht, was hier los ist, ne? Ich meine, okay, der Kampf, der hätte noch besser laufen können. Ich habe ziemlich viel Schaden bekommen. Allerdings. Oh. Na, verdammt. Na komm, dann nehmen wir die. Ja, ist gut, Geralt. Nimm die Axt weg. Geht das oder? Lichten da in der Ecke. Naja, hier ist jedenfalls nichts. Verwesenes Fleisch. Das ist verschlossen. Bleibt doch verschlossen. Aber ich find's gut. Die Aufgabe war jetzt 3 über unserem empfohlenen Level. Aber ich habe auch noch den Schadensboost, ne, vom Schleifstein, oder? Sehe ich gerade da oben. Kamerad. Lang lebe Rat. Ich habe das Monster getötet, das hier die Leute umgebracht hat. Ein Katakan hat in der Stadt sein Unwesen getrieben. Ist das wahr? Aber was in aller Welt ist ein Katakan? Ein höherer Vampir. Dies war ein besonders interessantes Exemplar. Wie kann so eine abscheuliche Bestie interessant sein? Sie mochte Alkohol und hatte ein stark übersteigertes Ego. Hauptsache, du hast dir den Garaus gemacht. Lass dich dafür loben, Hexer. Bis dann. Deinesgleichen steckt einen Arm. Passt rein. So. Was gibt's denn hier? Wollen wir eine Schatzsuche wieder machen? Was ist denn hier Wolfsrüstung? Wo ist die denn zu finden? Kaer Morhen. Nee, Kaer Morhen wollte ich nicht hin. Schema Verbesserung der Katzenschule. 23. Das ist genau auf unserem Level.
Ja, wisst ihr was, da habe ich Bock drauf. Verbesserung des Silberschwerts. Das ist der extra Sinne, einen, um die Rüstung zu finden. Ups, habe ich gemacht. Du wirst ersticken an 3 Pfund Stahl. Warum droht der Kerl mir? Muss doch zu finden sein hier. Die Zeit der Reinigung ist gekommen. Die kleinen Satz. Das Feuer wird die geschwind. Ich war mal so saublau, dass mir Blut aus. Ich hasse die verdammten Huren. Ja, tut er. Hey, du. Hast du Stuten vorhin gesehen? Wer bist du? Warte mal. Kalle, bist du ein Kaufmann? Hallo, willst du was verpfänden oder was kaufen? Habe ich gerade keine Zeit. Ich muss Katzending suchen. Aber Junge, suchst du nach einem Abenteuer? In der Nähe. Wo denn hier unten? Wird. Verschlossen. Pass auf, Penner! Novigrad ist nicht ein Revier. Abgeschossen. Abgeschlossen. Lisa, ihr atmet noch. Ja, kann sein. Was in Lokmoyinia leben ist noch, wenn ich sie ins Feuer werfe. Die Befehle lauten, dass keine lebende Seele ohne Schein passieren darf. Warten wir eben, bis er stirbt. Keine Eile. Hey, du. Hast du Stuten vorhin gesehen? Schrecklich blass bist du. Ja, es ist normal. Ihr habt hier nichts? Guck mal. Da steht darunter. Und da ist das verbesserte Dingen. Was eine Pisse um. Was liegt das hier bei euch rum? Solange die Schwarzen die Freischärler durch die Kettwener Wälder jagen, solange ist Novigrad sicher. Also ganz ehrlich, ich finde das Spiel geil, ne? Aber hier die das Navi, ne? Das ist. Das ist die Pest. Schwör ich. Das ist die Pest. Thank you.
Prügel? Zeit der Reinigung ist gekommen. Navi ist die Pest hier. So. Rüstung. Rüstung finde ich gut. Da ist Rüstung. Alles klar. Dann... Flieg mal hier hin. Plotze. Komm ran, mein treues Ross. Geiles Licht, oder? Nicht so schnell, Plätze. Hütte des Kräuterkündlers. Plötze, was machst du denn? So ist gut. Komm mal her. Na, ich komm. Guten Tag. Hans Zidarich, wer bist du? Hast du die Nachricht ausgehängt? In der Tat. Hans von Zidarich, Söldnerhauptmann. Ich weiß von einem Monster, das erschlagen werden muss. Interesse? Über welche Art von Monster reden wir? Es war so. Radoved hatte mich und meine Leute angeheuert, war aber mit dem Lohn seit Wochen im Verzug. Und ich will verdammt sein, wenn wir unser Leben umsonst riskieren. Da gebe ich dir völlig recht, aber du wolltest mir vom Monster erzählen. Richtig. Wir kamen her, schlugen das Lager auf und es zeigte sich, dass irgendeine Bestie die Gegend unsicher macht. Wir wollten den Leuten hier helfen, schnappten unsere Waffen und brachen auf. Kurt und ich nahmen den einen Weg, Gerd und Henk den anderen. Aha. Gerd und Henk kehrten nicht zurück. Was immer es hat sie erwischt. Das ist eindeutig ein Fall für einen Fachmann. Darum haben Kurt und ich eine kleine Belohnung zusammengelegt. Wir hoffen, dass einer den Leuten hier hilft und unsere Kameraden rächt. Schrecklich nobel von euch. Ha! Söldner, wir haben auch unsere Ehre. Nun, Meister Hexer, was sagst du? Nimmst du den Auftrag an? Ja, sicher nicht. Na schön. Wo soll ich suchen? Südlich von hier. Da haben wir uns getrennt. Und Gerd und Henk zum letzten Mal lebend gesehen. Ja. Du musst nur ein bisschen noch warten, weil... Ich bin gerade auf Schatzsuche, weißt du? Deshalb. Mal kurz Karte gucken. Da ist ein ganzes Stück. Egal. Gucken wir uns den Ort hier an. Ist aber heute wieder Sauwetter hier, ne? Wer wacht da, Schatz? Wer wacht hier wo? Ach Gottchen.
Waldschrat. Was brauchen denn so Waldschrate für ein Öl? Ein Reliktöl und Igni können sie nicht ab. Alles klar. Verbessertes Reliktöl. Mal bleiben mit deiner magischen Fähigkeit. Tu das. Geh weg. So. Ey, warte, ich muss das mal eben nochmal hier überprüfen, weil irgendwas kann doch hier nicht stimmen. So gut Blut, Schweiß und Tränen. Weil ich finde den Waldschrat, den habe ich ganz gut fertig gemacht. Nur halt die Wölfe, ne? Die waren schon schäbig. So. Was hast du denn hier für einen bewachten Schatz? Boah, wie das Licht hier durchballert, ne? Ups. So, was haben wir hier? Achso, warte, ich muss sowieso mal gucken. Weil wir haben doch gerade auch schon... Boah, guck mal hier. Stahlwaffe. Lecker. Was ist das? Chance auf Einfrieren. Da, guck dir den an. Auch geil. Silberschwert. Lecker. Lecker, 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 lecker. Kriegsbeil. Richtig gutes Zeug habe ich gekriegt. Ja gut, habe ich jetzt aber keine Lust zu tauschen, weil ich lasse da einfach. Er rennt da hinten rum, keine Ahnung, ist mir auch wurscht. Tanzen wir. Geh weg. Ey! Fiesen Wölfe, ja. Ein Sturm, verdammt.
Ist das ein Problem, Geralt? Bisschen Sturm? Sieht richtig gut aus, so ein Sturm. Finde ich auf jeden Fall. Hier gibt's was Fieses oder kann ich hier in Ruhe suchen? Jetzt krieg ich ja schon Quest von Milch und Finsternis. Wo kommt die denn wieder her? Ich will erstmal was? Sagst nichts dazu? Das Haus ist komplett zerstört, aber der magische Kreis ist intakt. Das ist wohl ein verschlossenes Portal. Ich muss den Schlüssel finden. Warte mal, Hexer. Lass uns mal gucken, was ist das denn hier? Stufe 9. Können wir easy machen. Das heißt, ich komme nicht... ja, wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich komme ich nicht dran, ohne dass ich... Wo müssen wir da hin? Alter. Finde mehr über das heruntergekommene Anwesen heraus. Ja. Verbesserte Katzenrüstung. Sauber. Deswegen sind wir hier. Was ist das? Letzter Tagebucheintrag des Magiers. Mein Haus wird seit Tagen von Jägern belauert. Ich wusste natürlich, dass sie kommen würden. Die Vision durch den aromatischen Limburger war nur allzu deutlich. Doch ich muss das Risiko eingehen und noch einige Tage bleiben. Die Käse haben ein faszinierendes Reifestadium erreicht. Ein Transport steht völlig außer Frage. Ich arbeite seit 40 Jahren an diesem Rezept. Lieber sterbe ich, als es jetzt im Stich zu lassen. Für den Fall, dass ich nicht imstande bin, Zeitpunkt und Art des Übergriffs der Jäger zu weissagen, vermache ich meinen wertvollen Schatz dem tapferen Abenteurer, der imstande ist, ihn zu finden. Möge dieser Lohn ihn inspirieren, meine Arbeit fortzusetzen und sich auf die Schulter der Riesen der Tyromantie zu stellen. Geoffrey Munster, Even. Und nicht zuletzt der Blauschimmelbaron Erik Stilton. Ja, gut. So. Da ich aber anscheinend nicht die Quest machen muss, will ich jetzt noch das letzte Teil haben von der dicken Katzenrüstung. Ne, das ist ja Wolfsschule. Katze. So, wo müssen wir da hin? Schwilde Katzenrüstung. Tutti Completo haben. Da müssen wir ein bisschen tuckern. Tuckern wir dann am besten.
Am besten schnappen wir uns ein Boot. Ab hier nach Novigrad und dann ab ein Boot und hier runter gefahren. So machen wir das. Dann kommen wir irgendwann mal wieder und dann lösen wir hier das Rätsel mit dem Blauschimmelkäse, ne? Hoffentlich bricht mir das jetzt hier nicht das Genick. Ich war ja schon mal hier in so einem komischen Gebiet, wo das Ticket Hour gab. Egal. Es war echt ein beschissenes Wetter heute. Was für ein Wolkenbruch. Nein, Gerald! Ochse. So, dann... Ahoi. Hier eigentlich. Das wieder tauschen. Ganz schön Seegang. Auch sieht geil aus. Ne? Ich denke die ganze Zeit drüber nach, ne? Ob ich eventuell auch den Todesmarsch bestehen könnte. Ich weiß nicht, ist das die Küste hier? Ah, kurz mal Karte. Nee. Das ist hier ein anderes Fragezeichen. Wir müssen hier noch vorbei, alles klar. Aber ich lasse jetzt erstmal auf Blut, Schweiß und Tränen. Für so einen Kacknut wie mich ist das schon... in Ordnung, denke ich, oder? Rein. Wie geil das aussieht, ne? Ah, Höhle.
Wer wohnt hier in der Höhle? Verbesserte Katzenstiefel. Sauber. Schatzsuche fertig. Ich will trotzdem wissen, was hier in der Höhle vor sich geht. Kann ja nicht einfach nur eine Höhle sein, wo Katzenstiefel drin hocken. Er hat Blumen dabei. Bei Kreve, deine Augen leuchten so im Dunkeln, ich dachte schon, die Echse kommt. Was für eine Echse? Das Ding, das angegriffen hat. Wie groß war es? Zu groß, um sich hier reinzuquetschen. Es war riesig. Und diese Zähne. Oh. Wir sind mit knapper Not entkommen. Ob es die Kaufleute erwischt hat? Drauf angelegt hatten die Hurensöhne es ja. Jetzt kommt's drauf an, hier rauszukommen. Kannst du helfen, Hexer? Ich frage erstmal. Erzählt mir, was passiert ist. Ein paar Kaufleute haben uns angeheuert. Damit wir sie auf der Hauptstraße beschützen, hieß es. Aha. Aber sie hatten uns im Handumdrehen gefesselt wie Kälber. Wieso? Sie waren so freundlich, uns zu erklären, dass wir ein notwendiges Opfer für den Fortschritt und den Handel sind. Aha. So haben sie uns zurückgelassen. Als Monsterköder an den Wagen gebunden. Nicht lange darauf erschien eine riesige Echse, als hätte ihr Meister gepfiffen. Die Monster haben wohl inzwischen verstanden, dass die Armeevorräte diesen Weg nehmen. Ja, die Echse war gerissen, hat uns direkt abgeschnitten und hier reinkriechen lassen. Der arme Tomil hat's nicht geschafft. Ich muss mich um das Monster kümmern. Lange werde ich wohl nicht suchen müssen. Wyvern bringen ihre Beute gern zum Nest. Wir warten hier. Wollen dir nicht im Weg stehen. Königlicher Wyvern, ich Glückspilz. Was haben wir da jetzt wieder angemacht? Ah, ist auf unserem Level. Ja gut, ja gut. Geralt fand die Leute in einer Höhle, in die sie vor dem Monster geflohen waren. Dies ist nur allzu oft das Schicksal von Flüchtlingen. Sie kommen vom Regen in die Traufe. Sie erstatteten Geralt Bericht über das Monster, das sie unterwegs angegriffen hatte, und baten ihn um Hilfe. Ein alter Profi wie Geralt brauchte nicht lange, um herauszufinden, dass das Monster, das die Flüchtlinge angegriffen hatte, ein Wyvern gewesen war. Und nicht irgendein Wyvern, sondern ein Königswyvern. Wobei zweifelhaft ist, dass der hohe Adelsrang des Monsters den Angegriffenen ein Trost war. Gut. So, dann würde ich aber vorschlagen, ich meditiere mal eine Runde. So, dann sind meine Absurde wieder weg. Beziehungsweise ich hab sie wieder am Start. So, und dann nehme ich natürlich hier das neue Schwert. Und das nehme ich auch. Ah, ne. Dann lass mal den Scherbenheini. Das war ja das Schwert, was mitwächst, ne? Mit der Herausforderung, ne? Und da ist auch ordentlich was drin. Ich brauche sowieso keine Stahlwaffe. Ich brauche, wenn dann hier, was Fieses, ne? Was haben wir denn hier? 5% Chance auf Einfrieren. Oh. Verbrennen. Na komm, dann kriegst du Einfrieren. Den 5er Verbrennen, den will ich mir aufsparen. Rüstungsdurchbohrung ist ja Quatsch. Bluten. Komm. Bluten darf das Vieh auch gerne. Taumeln. Betäuben. Rüstungsdurchbohrung ist Quatsch. Adrenalin. Weiß ich immer noch nicht, was ich damit anfangen soll. Komm her, kriegst nochmal Bluten. So. Dann brauche ich ein Öl.
weiß wieder nicht, was ein Wyvern ist. Das ist irgendwas Fliegendes, glaube ich, ne? Nekrophagen, Hybriden, Bestien. Ja, keine Ahnung. Gerade müssen wir nachgucken. Der Mesul ist zu blöd, um sich das zu merken. Wyvern. Königswyvern sogar. Goldener Firol. Das ist gut. Katesche. Mhm. Drakonidenöl. Und Art. Alles klar. Haben wir denn verbessertes Insektenkonstrukt, Relikt, Verfluchtenöl? Drakonidenöl. Das ist natürlich ein bisschen mau, ne? 20 Ladung. So. Und dann goldener Firol. Schwert. Gewährt Immunität gegen Gifte und neutralisiert Gifte. Ach, so ein Quatsch. Ach, was ein Quatsch. Braucht kein Mensch. Drückst du jetzt erstmal hier so ein Fleisch rein und dann stellen wir das um. Und dann kriegst du hier noch so ein Wyvern Absud. Den habe ich nie gesehen. Werwolf, Gorgo, Wyvern Absud. Angriffskraft 1%. Jeder eigene Treffer erhöht die Angriffskraft, bis der Kampf beendet ist oder Schaden erlitten wird. Oh, der ist blöd. Ausgenommen Schaden durch Toxizität. Drückst dir rein, Geralt, und dann ist das gut. Meinst du hier oben auf dem Berg? Ist der? Na, du kleinen Wyvern. Ein Drakonidennest. Ich muss es zerstören. Ist da noch einer? Call of Duty, Junge. Kannst du nicht abhauen. Mädel. So nicht. Die haben die Leute nicht angegriffen. Hier muss sich irgendwo ein königlicher Wyvern verstecken. Echt? Da werden noch mehr schlüpfen. Ich muss die Nester zerstören. Alles klar, alles klar, alles klar. Das heißt, das war noch gar nicht das Monster? Das ist natürlich total scheiße, Geralt. Ein Drakonidennest. Ich muss es zerstören. Naja. Nur, Geralt, weißt du, was ich gerade feststelle? Wir sind am Ende der Folge. Und ich bin so ein Liebhaber von Cliffhangern. Von daher, ich bedanke mich fürs Zusehen. Und ja, den anderen Wyvern, den hauen wir in der nächsten Folge dann platt. Ich bedanke mich und wünsche euch was. Bye, bye.